Liebe Fans, ich stehe hier mitten im Europapark, denn endlich ist es wieder soweit. Am kommenden Freitag, den 21. Mai, öffnet der Europapark wieder und ganz bald auch Rolantica. Und dann können wir endlich wieder Zeit gemeinsam erleben. Und wir freuen uns alle riesig. Und wir merken, ihr freut euch auch. Wir bekommen ganz, ganz viele schöne, tolle, motivierende Nachrichten von euch. Und bis es soweit ist, wird hier natürlich fleißig gewerkelt. Überall, wo man hinschaut, hier im Europapark, sind Menschen am Werkeln. Die Gärtnerei richtet die ganzen Anlagen, die Techniker prüfen die Fahrgeschäfte und Attraktionen. Die Gastronomieabteilung richtet alle Restaurants her, die Shoppingabteilung, alle Shops. Also wo man eben auch hinguckt, es ist überall fleißiges Werkeln. Die Vorfreude ist riesig und ich glaube, wir können es alle kaum erwarten, bis endlich die Türen wieder aufgehen. Ganz nach dem Motto The Show Must Go On können wir euch auch gleich zum Start neue Shows zeigen, wie zum Beispiel hier hinter uns im Teatro. Das lässt das umfangreiche Hygiene- und Sicherheitskonzept zu. Ihr kennt das ja auch schon im letzten Jahr. Wir haben es auch wieder mit den Behörden erarbeitet. Wie im letzten Jahr auch ist der Zutritt der Gäste begrenzt. Das heißt, dran denken, vorher die Tickets im Online-Shop kaufen. Neu ist in diesem Jahr, bitte nur mit einem medizinischen Mund- und Nasenschutz kommen oder zum Beispiel mit dieser FFP2-Maske. Neu in diesem Jahr ist auch, dass der Zutritt auf Gäste begrenzt ist, die entweder genesen, vollständig geimpft oder mit einem gültigen Corona-Test, einem negativen Corona-Test ausgestattet sind. Den Test bitte vor eurem Besuch planen. Alle Infos findet ihr natürlich auch noch mal zum Nachlesen auf unserer Homepage. Wenn ihr dann aber hier seid, gibt es natürlich auch in diesem Jahr Neuheiten für euch. Und ich darf heute schon mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, zeige euch die Neuheiten hier im Europapark und Rolantica. Da freue ich mich drauf. Kommt mal mit. Und hier mache ich schon einen ersten kleinen Zwischenstopp. Ihr kennt ja alle die dinotastische Attraktion Madame Freudenreich. Und von Madame Freudenreich gibt es was Neues, nämlich einen neuen VR-Ride auf dem Alpenexpress. Ihr könnt da mit Madame Freudenreich ein lustiges Dino-Rennen fahren. Ich bin jetzt hier im griechischen Themenbereich und trotz der schwierigen Zeit hat es der Europapark geschafft, eine echte Neuheit für euch an den Start zu bringen. Die findet ihr im Traumzeit-Dom. Es gibt einen neuen Film beim 360-Grad-Multimedia-Erlebnis für die ganze Familie. Der nennt sich Snorri's Adventure und wir gehen mal zusammen rein. Wow! Fühlt sich an wie so eine große Tauchglocke, in der man sich befindet. Das ist schon beeindruckend, vor allem die Größe dieser Kuppel, dieses 360-Grad-Erlebnisses. Ist ja auch ein kleiner Geheimtipp, wenn man mal ein bisschen zur Ruhe kommen will, mal entspannen will von einem actionreichen Tag, kann man mal hier reingehen. Geht knapp 8 Minuten der Film. Und also man taucht hier richtig ab, unter Wasser. Großartiges Erlebnis. Und jetzt will ich ein bisschen mehr über den Film erfahren, über die Geschichte dahinter. Und darüber erzählt uns jetzt der David ein bisschen was und der wartet schon draußen auf uns. David, ich bin jetzt noch ein bisschen geflasht von dem Erlebnis gerade. Vorher ist man ja so ins Weltraum geflogen, jetzt taucht man ab bei Snorri's Adventure. Erzähl uns ein bisschen was zum Film. Ja, also wir gehen genau in die andere Richtung. Du hast schon gesagt, wir tauchen in die Tiefen des Nordmeers und man kennt ja Rolantica als diese mystische, geheimnisvolle Insel. Aber um die Insel herum, in den Gewässern, ist ja noch viel mehr los. Also da gibt es eine riesige Unterwasserwelt, da haben die Meermenschen, die Sirenen, haben sich da Städte gebaut. Da kommen ganz viele magische Unterwasserwesen her, wie zum Beispiel diese Kelpies, die halb Pferde, halb Wassergeister sind. Und natürlich der Snorri, der große Star in unserem Film und der große Star von Rolantica. Alle lieben Snorri, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich habe jetzt nach dem Film richtig Lust bekommen auf Rolantica. Und ich würde sagen, wir düsen jetzt nach Rolantica, denn wir sehen hier im Hintergrund ja auch Svalgur, die Schlange. Mit Svalgur haben wir nämlich was Fantastisches gebaut in Rolantica und da gehen wir jetzt hin. Ich stehe hier im Outdoor-Bereich. Hinter mir ist der Frick-Tempel, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Und hier ist Svalgurock, Deutschlands größter Outdoor-Wasserspielplatz. Es ist viel passiert. Wir haben ja im Weekly im November schon ausführlich darüber berichtet. Und das Tolle ist,
Svalgrog wird fertig zum Restart. Hier finden noch so die letzten Restarbeiten statt und dann wird aber alles fertig sein, wenn Rulantica wieder eröffnet. Und das Schöne ist, ich darf schon mal ein bisschen gucken, ich darf schon mal rauf auf Svalgrog. Willkommen auf Svalgrog. Also hier kann man wahrscheinlich irgendwas in Gang setzen mit dem Hebel oder das ist so eine Axt in Holz gehauen und dem Steuerrad. Wahrscheinlich irgendjemand nass spritzen, würde ich mal sagen. In der Mitte hier der Oktopus. Kriegt man schon Lust zu rutschen. Also zum Wasserspielplatz gehören natürlich auch einige Wasserpistolen, so wie hier. Ja, mit Zielfernrohr zum Beispiel. Wow, was ein Ausblick hier oben. Rulantica, der Europapark, die Hotels, Wahnsinn. Also hier gibt es unheimlich viel zu entdecken, viel auch wieder im Detail. Und über all das weiß eine Person sehr gut Bescheid. Das ist die Michelle. Da unten steht sie auch schon, wartet auf uns. Wir gehen mal runter. Michelle, kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte erzählen? Das sieht ja eigentlich, ja, ziemlich gefährlich auch aus. Warum sieht das so aus, wie es aussieht? Ist auch so geplant, also das bin ich froh, dass es auch so rüberkommt. Also das Svalgrog wurde gebaut von den Meermenschen hier in Rulantica, um den ganzen Rulantica-Insel zu schützen von Leuten auf der ganzen Welt, die dann dahin kommen wollen. Da haben die Leute dann zum Beispiel der Schlange Svalgrog nachgebaut. Da gibt es auch einen großen Oktopus in der Mitte und da gibt es auch diese Eimer zum Beispiel, wo dann eine Menge Wasser runterkommt. So alles Mögliche haben die versucht, um die Leute von Rulantica also wegzuhalten. Also die Schlange, der Eimer, der Oktopus, die verteidigen quasi Rulantica. So ist es. Wie so eine, ist also eine Art Festung, kann genau, man sagen. Genau, eine Art Festung. Wir haben heute auch schon viel über Snorri gesprochen. Ja. Wo ist denn was hier für die Snorri-Fans? Also wir haben einen neuen Bereich, das heißt der Snorri-Strand, die liegt da hinten mir. Also da seht ihr der Snorri schön auf seinem Turm sitzen. Ja. Das ist ursprünglich die Idee, dass der Snorri sich auf den Shipwreck Beach sich einige Teile vom Schiff gesammelt hat und sich so einen eigenen Sandturm gebaut hat. Sehr schön. Vielen Dank, Michelle, schon mal. Und apropos Snorri, es gibt ja noch was Neues mit Snorri. Und zwar Snorri Snorkeling. Das schauen wir uns jetzt noch an. Von Svalgrog geht es jetzt zu einer weiteren Neuheit. Und das ist eine absolute Weltpremiere, Weltneuheit. Gibt es nur hier in Rulantica. Heißt Snorri Snorkeling. Virtual Reality unter Wasser, auch Swim VR genannt. Und weil es unter Wasser geht, dachte ich mir, ich ziehe schon mal meine Badehose an. Vielleicht darf ich es ja testen. Aber vorher sprechen wir natürlich erstmal mit dem Mann, der sich damit gut auskennt, dem Projektmanager Mathis Gullon. Den treffen wir jetzt und der macht uns ein bisschen schlauer über Snorri Snorkeling. Wir kennen ja Virtual Reality aus dem Park. Jetzt komme ich hier rein, sehe zwei Becken. Was passiert genau hier? Genau, das ist einfach die einzigartige Theater Diving der Welt. Das heißt, baue unter Wasser mit Effekten und einer Geschichte. Also wir haben diese Brillen, Schnorcheln. Gäste kommen und werden eine ganz neue Geschichte mit Snorri lernen. Und halte mich fest an diesen Griffen. Diese Griffen und dann kommen alle diese Effekte. Also das heißt, diese Gegenstromanlage, Düse, Sprödelplatte, sodass du hast mehr Spaß. Ja. Jetzt will ich das natürlich erleben. Klar. Das geht es. Dann natürlich Schnorcheln. Echt oder wie? Schnorcheln, Brillen und dann gehen wir los. Dann legen wir los. Also das ist echt ein Erlebnis, solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Boah, bin ein bisschen geflasht jetzt, aber das war's mit unserem Weekly Special zur Neueröffnung. Freut euch auf die Neuheiten, wir freuen uns auf euch und können endlich wieder Zeit gemeinsam erleben. Bis dahin, ciao.